zurück bei Game Plus Daily. Ich bin Ilias, ich bin Bauchredner. Nein, lass das, war doch super. Hätten wir durchgezogen, hätte niemandem aufgefallen. Jetzt ist Tisch Blau dran mit Ilias und immer noch Pokémon? Immer noch Pokémon, genau. Ja, jetzt könnt ihr rüberschalten. Das ist er. Hey. Hallo Ilias. Hallo. Es geht weiter mit Pokémon. Bevor wir aber ins Spiel gehen, wollte ich aber noch mal kurz auf Twitter nochmal zurückkommen. Da haben nämlich ein paar Leute relativ interessante Sachen geschrieben, wie zum Beispiel der Felix. Der hat geschrieben, am meisten würde mich endlich mal ein Pokémon-Spiel freuen, bei dem man alle Kontinente bereist, sei es für Switch oder 3DS. Das ist ein Ding, das mega abgefahren wäre. Das haben sie ja bei den ersten, ich glaube bei der Gold-Silber-Edition gemacht. Da konntest du die erste Generation nochmal zurück erforschen, beziehungsweise konntest zurückreisen nach Kanto und die ganzen Arenen nochmal bekämpfen. Das ist ganz cool, wenn man das komplett macht, so eine Art Pokémon-MMO, wo du alle Kontinente hast, beziehungsweise alle Bereiche, das wäre schon ziemlich heftig. Da hat aber noch jemand anderes geschrieben, und zwar der Christopher, der meint, aber das bei den Attacken steht, ist effektiv, finde ich blöd, nimmt doch den Spaß, sich mit dem Pokémon zu beschäftigen. Hat er wahrscheinlich nicht fertig geschrieben. Ist ein relativ guter Punkt. Da hat auch jemand anderes geschrieben, dass die Casualisierung bei Pokémon relativ groß ist. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Sehr viele Sachen haben sie vereinfacht, für Neuzugänge quasi einfacher gemacht, zugänglicher gemacht. Obwohl Pokémon generell an sich ja schon recht einfach ist. Deswegen kann ich da den Frust bei alten Fans relativ gut nachvollziehen. Ist aber halt noch ein Ding, womit ich mich einfach arrangiere. Ist verständlich, aber kein Punkt, wo ich jetzt sage, okay, nee, ist jetzt Ausschlusskriterium, dass ich mir jetzt die neuen Sachen nicht hole. Ist halt so eine Sache. Hier geht es auch direkt weiter mit dem Professor. Der meint, dass wir jetzt ins hohe Gras gehen. Und wie wir es halt von Pokémon kennen, im hohen Gras verstecken sich natürlich wilde Pokémon, die gefangen werden möchten und die bekämpft werden möchten. Dementsprechend gehen wir auch direkt rein. Und das ist ein neues Pokémon tatsächlich, ein Pepek. Ist halt ein Vogel-Feuer-Typ. Sieht zumindest... Oh, wir haben... Bitte? Wir haben gerade kein Bild von mir. Ah, wir haben gerade nur den völlig begeisterten Ilias gesehen, der in seiner Poke-Welt war. Der kleine Ilias will abgeholt werden. Jetzt müssen wir eigentlich ein Bild haben, oder? Ja, wir müssen immer, das kann man vielleicht dazu erklären, man muss immer so umstecken. Genau, heute ist eine relativ chaotische Sendung, weil hier alleine im Tisch Blau haben wir drei Plattformen, die heute bedient werden müssen. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig. Da macht die Technik ab und zu. Soll ich einfach irgendein altes Pokémon von YouTube abspielen? Und ich meine, das merkt doch keiner. Du kannst ja mal erzählen, was deine Berührungspunkte mit Pokémon sind. Du hast Pokémons berührt? Unsittlich, ja. Es gab Ärger dann auch mit den Eltern. Mann, aber bei den Pokémons weißt du ja nie, wo oben und unten ist. Nee. Das ist so ein bisschen, du greifst irgendwo hin und dann war das plötzlich das dritte Geschlechtsteil. Ja, und dann sind sie auch noch minderjährig. Ja, das ist, wenn die nicht vorher evolviert haben, dann sind die auf jeden Fall noch mindestens Stufe 3 müssen die sein. Ich mach den Fehler nie nochmal. Es gibt heute ja diesen Pokémon Go Halloween Modus, habe ich gehört. Genau. Ich spiele ja gar kein Pokémon Go, aber ihr auch nicht, oder? Sonst wüsstet ihr das wahrscheinlich. Ich habe Pokémon Go sehr gerne gespielt, bis zu einem gewissen Punkt, da war es jedem wahrscheinlich einfach überdrüssig. Ab man nicht mehr im Auto fahren spielen durfte, habe ich dann auch aufgehört. Und dementsprechend habe ich es gelassen, aber das ist ein relativ interessanter Punkt. Das ist ja bei Overwatch heute, ist ja auch ein Thema, ein relativ gleiches Ding. Da gibt es ja den Halloween Modus extra für Halloween und dementsprechend ist das alles aufgemacht. Und bei Pokémon Go gibt es das jetzt genauso. Also auch ein Halloween-Modus mit Geist-Pokémon, die ja jetzt noch verstärkt kommen. Du bekommst mehr Erfahrungspunkte, damit du halt wieder spielst, wenn du jetzt Sachen... Schön wieder anfixen, ne? Genau, das machen sie gar nicht mal so doof. Frankfurter Applaus. Ja, haben wir denn mittlerweile Bild? Haben wir denn Bild? Oder haspeln wir uns einfach durch dein Tail? Also ich habe hier... Overwatch wird uns hier angezeigt. Wir kriegen leider im Moment kein Bild. Wollen wir dann einfach, ganz ernst, machen wir doch mal super krass, bevor du jetzt hier ausflippst, und das ist ja auch gemein. Wollen wir einfach, können wir direkt Dark Souls weitermachen? Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir Dark Souls weitermachen, weil ich hier wieder umstecken muss und ich weiß nicht, ob das jetzt auch von Anfang an funktioniert. Deswegen gehen wir zurück zu Tisch Rot und danach hoffentlich mit Overwatch zurück. Schade, kriegt der Tim ganz umsonst unter den Tischen rum hier während der Sendung. Hat ja, das ist nicht ganz umsonst. Wir haben was davon, ja. Gleich ist er wieder hier unten, pass auf, erschreck dich nicht. Wir haben uns gerade erschrocken, als wir gestorben sind. Denn irgendwas hat einen ganz lauten Sound gemacht und uns runtergeschubst von dieser riesigen Wurzel. Ich habe wieder hingespielt und wir sind an der gleichen Stelle. Hast du schon entdeckt, woran es lag? Nein. Du musst mir helfen. Deine Seelen sind jetzt auch weg, oder? Die habe ich gerade aufgehoben. Die lagen da, wo ich runtergefallen bin. Ah. So.
Also jetzt, wir müssen auf den Sound achten. Einmal ruhig sein, ob man das irgendwie lokalisieren kann. Wie jetzt? Jetzt passiert nichts. Da war was? Oh ja, oh, da schießt er. Oh, da ist ein Lizard. Ist es eine Lawine oder? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt diesen Lizard schnell holen, weil das sind so flüchtige kleine Fucker. Und das. Der Lizard hat einen Kumpel. Ja. Und ich habe Fackel, das ist nicht so gut. Hier, das ist mein Schild. So, und guck mal, jetzt probiere ich, wie gut mein Schwert in den Rücken dieses Gegners. Oh, sieht ganz gut. Passt gut rein, wie angegossen. Ja, die sind super Design für Schwert in den Rücken, die Jungs hier. Hm. Ausgezeichnete Attacke. Klang jetzt nach einer Lawine, aber ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe noch einen Pfeil gesehen, der aus dieser Richtung irgendwie kam, in die ich gerade schaue. Und es kann sein, dass der mich da, das kann wirklich sehr gut sein. Das ist so ein Pfeil, der haut mich da runter. Aber wer war das? Warte, ich hol mal. Hörst du es? Ja. Ja, aber ich sehe nichts. Da unten! Ach, da siehst du, ja! Und der schießt. Und diese Pfeile, die machen einen Boom. Mm. Okay. Treffe ich ihn von hier? Oh ja, ein bisschen. Das macht aber gar keinen Schaden. Das ist wirklich, das lohnt sich nicht. Dann sind wir morgen noch hier. Nee, das stimmt. Also, gucken wir mal. Ich glaube, wir können nur in die... Alter! Über mir auch noch! Ja, ja, jetzt, langsam verstehe ich, was ihr immer meint mit Dark Souls. Ein, ein gemeines Mistspiel. Aua! Pfeil in die Schulter! Aua! Die ganzen Pfeile, die hier gerade von oben kommen, ne? Siehst du das? So, ich trinke schnell was und dann laufen wir schnell rüber, um hier aus dieser Situation rauszukommen. Geht's hier überhaupt rüber? Rechts rum, ja. Geht's hier rüber? Ich würde sagen, da rechts runter. Rechts rum, sagt der Simon. Schild hoch. Ah, ah, das ist ein Schild. Okay, jetzt kommt er hier. So aus der Nähe ist ja kein Problem. Ist das denn jetzt ein neuer Gegner, der Speerwerfer? Ja. Das ist ein neuer Gegner, ja. Komplett mit seiner neuen Rüstung. Es gibt 16 neue Waffen, 5 neue Rüstungen, 4 neue Zaubersprüche im DLC. Und das ist einer der Gegner gewesen. Und wir gehen weiter hier lang, ne? Ich mach jetzt mal ein bisschen schneller, ohne viel gucken, weil die ganze Zeit diese Pfeile aus allen Richtungen. Oh Gott, das ist so knapp! Alter, Dennis, du machst mich fertig. Ich kriege hier wirklich einen Herzanfall, wenn du so nah an dem. Warum? Ja, lauf doch in der Mitte! Ah! Oh shit. Ah! Steh auf, du! Sehr gut. Jetzt schnell weg. Fire and Ice. Was trinken? Achtung, da kommt wahrscheinlich gleich. Ja, ja, bevor der Pfeil. Ja, da steht noch links. So ein Typ. Das ist er ja, da steht er. Was mache ich denn jetzt? Der hat diese Explosivpfeile, die kannst du wahrscheinlich nicht so einfach. Was mache ich denn jetzt? Naja, den halt töten. Ja, den kann ich doch nicht immer die einzige Antwort auf alles hier. Ja, aber hier auf diesem Ding doch nicht. Ja. Musst du halt können. Okay. Das ist wie Dirty Peace. Dancing, der Tanz auf dem Baumstamm. Erst wenn du das beherrschst, bist du wirklich, fühlst du den Beat. Okay, wir sind unten. Oh, das geschafft. Du brauchst dringend Energie. Haben wir. Und jetzt erstmal hier in die Ecke. Ah! Ah, nee, das war nur Eis. Ah! Die explodieren ja einmal so ein bisschen. Ne? Ah, nee, die nicht. Und er steht da. Guck mal, jetzt können wir ihn eigentlich. Was sagt er dazu? Siehst du, wie schlau ich mich platziert habe hinter dieser Wurzel, die die Pfeile hier rechts oben auffängt? Tut sie das? Pass auf, ich werde bestimmt gleich nochmal beschossen. Komm, schieß doch einfach, das ist doch perfekt, so wie du es gerade machst. Der kann nur nix. Da steht er nur und denkt sich, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, ne, ich schieße ihm auch mal hier in sein Horn. Es gibt nämlich mehr Schaden. Oh, shit. Oh, das war... Das war so nicht geplant, aber ich kann ihm nochmal in die Hosen schießen. Geil. Und, ja. So einen dicken Brocken einfach mal so gelegt mit dem läppischen Pfeil. Der Typ mit der Fackel macht mir Angst. Der sieht so unscheinbar aus, ja. Und dadurch ist er wahrscheinlich umso gefährlicher. Super wichtig hier hinten, Bonfire. Wenn wir das kriegen, boah, sind wir erstmal safe, dann müssen wir den ganzen Shit nicht nochmal machen. Hier ist nichts. Immer in Bewegung bleiben. Diese Pfeile müssen unbedingt nicht in meinem Kopf landen. Die landen immer hinter mir hier. Hier ist nichts. Das konnte ich schon von oben sehen. Wir haben das ja eben beobachtet, da diese Eiszapfen, was da abgeht. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter reingehe, ich will dieses Bonfire mir schnell holen. Und diesen. Naja, komm, no risk, no fun, ne? Auch nicht. Komm her, Fucker. Natürlich. Oh. Ach, ist nur so einer. Oh, Mist, ich hätte vielleicht das Schwert nehmen sollen. Ah! Jetzt hast du ihn. Ein Schlag. Was ist der für ein geil. D-
Da liegt doch, das steht doch, ist eine Krabbe, oder? Oh, da ist das Feuer. Okay. Puh, das ist der Moment. Der Moment, in dem jeder Dark Souls-Spieler aufatmet. Neues Bonfire, sehr gut, sehr gut. Ich kann mal kurz zeigen, hier, die fünf habe ich schon entdeckt. Das ist der neue Reiter für den DLC. Zwei Bosse gibt es übrigens, falls es euch interessiert. Das ist nicht ganz so viel, wie man erwarten sollte. Weil in anderen Spielen immer mehr da waren. Ist auch ein bisschen mau, ich stehe ja total auf die Bosse und wenn da nur zwei drin sind, das enttäuscht mich etwas, aber... Oh, das ist aber... Wow. Das ist sehr krass, eine Eiskrabbe. Fucking Eiskrabben sind die schlimmsten Krabben. Die müsst ihr doch eigentlich einfrieren. Die könnte ich doch gar nicht sehen, wenn die seitwärts... Oh Gott, ekelhaft. Na, ja, bringt sogar ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. So viel ziehe ich mit dem Schlag ab in meinem Spielstand. Das Dumme ist, ich kann nicht gegen beide kämpfen. Wenn nee. Ich muss um die Roben, muss aufpassen und ich muss mir irgendwas über... Sackgasse. Oh, du bist gleich in einer Sackgasse. Alter, jetzt komm ich doch noch so schnell. Ekelhaft. Ich spekuliere darauf, dass vielleicht die eine gleich die Lust verliert. Und, oh, guck mal, was ist das? Da geht's runter. Wollen wir da vielleicht? Oh Gott, ja, ist auf jeden Fall besser als hier. Ich lauf noch einmal rum. Brauchst ganz dringend Energie. Energie kommt. Da hinten ist noch so eine Höhle. Was machen die Krabben? Guck mal, die bleiben da hinten. Gegen zwei Krabben auf einmal, das macht wirklich keinen Sinn. Da muss man ein bisschen Taktik... Hier geht's auch noch lang. Ja, der Chat sagt, Giant Enemy Crabs. Ein kleiner Gaming-Meme, den man fast vergessen hatte. Oh! Folgen die? Na, die folgen wahrscheinlich immer, oder? Wenn sie können. Alter, jetzt auch noch ein Baum! Der will dich hauen! Will er? Ja. Deswegen. Die Baumlady. Warum? Du musst sie doch nicht hacken. Also, das Gegnerdesign ist wirklich ganz schön toll. Oh oh! Die Rache der Natur! So, schnell weg! Ne? Schnell heilen. Keiner macht den Blasenblitz, soll ich dann vielleicht? Ach, egal. Ich bin gerade, sorry, nicht... Ja, also ich dachte nur, ich will ja auch nicht immer die offensichtlichen... So, das hätten wir. Ich habe mich gerade extra von dem greifen lassen, weil das passiert ja einmal und dann fällst du nämlich eigentlich nicht auf diese Bäume rein. Das ist ein ganz fieser Moment, wo man in der Rückwärtsbewegung ist und an diesem Baum eben gerade vorbeigelaufen ist und dann kommt die auf einmal von hinten. Aber da habe ich ihn erst gesehen, als sie schon anfangen, sich zu bewegen. Das war ja ganz cool. Also, man erkennt sie am Anfang nicht. Nee, ne? Toll. So, und dann muss man schnell weg und dann... Okay. Da sind noch mehr hier. Da ist noch eine. So, die haben wir auch. Die sind nicht sonderlich schwer, wenn man weiß, wo sie sind. Und wenn sie alleine sind. Da ist noch eine. Ist die größer? Ist die irgendwie... Ja, kriegt genauso aufs Maul. Alter, die ist echt... Die kann sich bewegen. Da. Das haben die noch nie... Das ist wirklich eine andere gewesen. Die war wirklich echt fies drauf. Guck mal, einen Zauberspruch haben wir gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Snap Freeze. Dann haben wir hier Illusion Ahead. Wirklich? Nein. Darf ich mal eine dumme... Wahrscheinlich lacht ihr mich jetzt alle aus, aber diese Texte, die man findet, sind die von den Entwicklern oder sind die von anderen Spielern? Weil ich habe mich das immer gefragt. Teilweise sind die so random. Es gibt ganz wenige von Entwicklern platziert, aber meistens sind die von den Spielern und eigentlich versuchen die nur aus den möglichen Vokabeln, die man wählen kann, lustige Sätze zu formen, die dann irgendeinen perversen Witz bilden oder so. Okay, und dann alle 10 Meter die gleichen sind, weil irgendwer von dem anderen klaut. Ich gucke mir die gar nicht mehr an. Weil ja, ich auch nicht, aber ja. Ich dachte mir am Anfang, es muss irgendeinen Grund haben, aber jetzt verstehe ich, wie es dazu kam. So, ich würde sagen, wir machen mal hier ganz kurz Pause. Ich muss durchatmen und dann, oder wie sieht's aus? Ja, warum nicht? Der Elias ist bereit, oder? Ist das korrekt? Nein, der macht so ein bisschen... Der Counter hat ja von vorne angefangen. Ich weiß, habe ich jetzt Bonuszeit oder was hier? Ja, der Counter ist auf jeden Fall wieder bei 13 Minuten. Spiel du erstmal weiter, wir klären das im Hintergrund. Okay. Elias, wenn du Hilfe brauchst, sag's, ja? Also ich kann vielleicht meine heilenden Hände auflegen auf die Kabel. Alles gut. Gut. Okay, aber guck mal, jetzt sind wir hier ganz hinten, Sackgasse. Ich sehe keine Illusion. Das und
Falscher Tipp, also gehen wir wieder zurück. Ich mag das immer, wenn man in solchen Spielen Sackgassen abschließen kann und mental abhakt. Und dann nicht mehr die ganze Zeit das im Kopf behalten muss, hier muss ich irgendwann nochmal hin. Weißt du? Bei Dark Souls ja sehr viele Gabelungen, die man im Kopf behalten muss. Und übrigens auch sehr viele Krabben gerade. Ich guck mal, weiß jetzt nicht, da solltest du nicht hin. Wo? War die eben auch schon da? Waren wir hier schon mal? Ja. An derselben Stelle? Ich habe die nicht gesehen. Das ist ja, hä? War die, das ist bestimmt die Leiter, die wir vorhin gesehen haben. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Eine sehr lange Leiter. Ah, hier gerade, ich sag's euch, hier wird die Leiter nicht sehen. Da wird schon spekuliert, ob du die Leiter siehst. Aber natürlich, jetzt gerade, wissen wir, die wir 20 Sekunden voraus sind, natürlich hat er die Leiter gesehen. Ist er doch, was denkt ihr, wer wir sind? Natürlich, ja, ihr habt die eben auch gesehen. Ja, ja, nicht wirklich. Okay, guck mal, was hier. Sind wir ja da, wo wir... Nee, nicht ganz, wir sind... Ah, okay, das ist einfach nur der Weg wieder hoch. Ah. Und dann... Ja gut, jetzt wo die Brücke weg ist, muss man ja irgendwie auch drumherum kommen, nehme ich an. Also man muss aber jetzt immer hier durch das eisige Gebiet... Nee, das nicht, weil du kannst dich ja teleportieren. Das ist eigentlich der Weg zurück. Hm. Und ich frage mich, ob da oben jetzt was liegt. Und dann zeige ich dir mal diese komischen Fliegeneier, die wir von Weitem gesehen haben, ob du die auch so eklig findest. Übrigens ein ziemlich langweiliges Schwert, eins, das man ganz am Anfang findet, das Uchigatana. Was aber ist irgendwie denn das da? Das ist das rote Gesocks hier? Ist ja... Was sind das? Das sind diese Fliegeneier. Ja, diese Fliegen hier. Nee. Also spekuliere ich zumindest, man weiß es nicht. Da fängt sofort alles bei mir an zu jucken. Oh, der ist schon wieder. Guck, da ist das Vieh! Wohin? Hier in den Rücken, ne? Der hält nichts aus. Das ist kein wirklicher Gegner. Die hängen hier einfach nur rum, ärgern dich, aber nichts Schlimmes. Bäh. Und wir finden. Ein Titanite Slap! Das ist so mit. Also ein Titan Slap? Ja, genau. Quasi die Hardcore-Version von einem Bitch Slap. Titanite Slap. Das okay. Das ist sozusagen richtig geiles Material zum Handwerken. So das Beste, was man finden kann. Und. Keine Sorge, die können dir nichts machen, Denzel. Na ja. Hau ab, du Fliegenkacker, ey. Da kommt bestimmt noch mal irgendwann die Mutter, die Königin. Glaube ich auch. Da wird noch was kommen. So, guck mal, das Ding ist, jetzt will ich den ganzen Weg nicht wieder runter. Jetzt beame ich mich einfach. Zum letzten Bonfire. Dann sind wir unten, dann sind wir bei den Krabben und dann gehen wir den einzigen Weg, der noch offen ist. Ja. Ich weiß nicht, die Krabben, wir kennen alle die Krabben. Ich hau jetzt die Krabben nicht um. Das mache ich später noch, weil ich unbedingt wissen will, ob die Krabben was droppen. Aber die Chance, dass ich gegen zwei Krabben sterbe, ist einfach zu hoch. Ich will jetzt unbedingt noch den Weg da abschließen. Das würde ich auch machen, ja. Klingt gut. So. Das Uchi ist nicht lame, sagt Selen. Ja, aber das Uchi ist eine der Waffen, die am einfachsten zu bekommen sind, die man ganz am Anfang bekommt und am wenigsten exotisch sind. Jetzt hat mich der Chat neugierig gemacht. Er sagt was von Typophobia incoming. Und Typophobia ist... Die Angst vor Buchstaben. nee, eine Phobie of irregular patterns or clusters of small holes or bumps. Also sowas wie Bienenwaben. Angst vor Bienenwaben zum Beispiel. Typografie, ach so, wie Topografie? Also, nee, das heißt Trypophobia. Tripo, okay. Interessant, das meinte der Chat wahrscheinlich gerade hier, diese Waben und alles, diese Fliegenlarven. Ekelhaft. Habe ich noch nie von gehört, aber ich auch, es gibt für alles eine Phobie. Es gibt wahrscheinlich eine Phobie für Phobien. Ja, guck mal, wie viel schlauer wir sind als am Anfang der Sendung. Der Chat, was der alles weiß. Ein Teufelschat. So, und jeder, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das sieht definitiv aus wie eine Boss-Area. Ja, die irregulär, völlig illegal hier wachsenden Pflanzen, die eigentlich gar nicht überleben sollten. Ah ja, ja. Und das Eis wird gleich dann auch schön zerspratzen, wenn sich der Gegner dich da jagt. Da steht was auf. Oh, Typ mit Hund. Oh, ein Wolf. Ein schwarzer Wolf. Yep. Wenn du mit schwarz-weiß meinst. Alle Zuwölfe tragen eine. Oh, zwei gleich. Doppelwolf. Oh, shit. Oh, und der Wolf-Besitzer, der ist natürlich jetzt echt pisst. Ja, das der züchtet wahrscheinlich. Freunde. Die Dinger sind scheinbar teuer. Champions Grave Tender. Das ist ein fucking Boss, merke ich gerade. Bossfight.
Simon, hör dir auf, da Bilder von ekligen Krankheiten mit Löchern anzugucken. Oh Gott, ist das ekelhaft. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal ganz kurz auf meinen Bildschirm schalten. Ich guck da gleich nicht mehr hin. Aber nur ganz kurz, ich mach da noch aus. Nur wenn ihr wollt, liebe Regie. Oh, ist das ekelhaft. Da sind wir bei Trypophobia. Nee, wollt ihr nicht? Gut, dann nicht. Es ist übrigens auch ganz spannend. Wollen wir einmal ganz kurz uns kurz konzentrieren hier? Mach mal. Shit. Ach, mit blanken Füßen in der Eiswüste. Dieser Mann ist wahnsinnig. Ja, der ruft Wölfe, der Fucker! Oh, hey, Buddy! Oh, shit. Alter! Wo hat er den Dings aus der Tasche gezogen? Ach, keine Ahnung, Tierheim? Mach erst oh, den, shit! Mach schnell ja, den kleinen, den ersten kleinen. Easier said than done. Ja, zweimal noch. Oh, den hab ich! So, okay. Nice. Oh, was ist jetzt hier? Ja, hey, Wolfenstein, was geht ab? Komm her! Ich hatte ja gehofft, dass er aufhört. Ineos, Seide. Kannst du den nicht zu deinem Freund machen? Oh, bist du sicher, du schaffst das? Nein! Fuck you! Entschuldigung, ich hätte vielleicht nicht fragen dürfen. Ah, okay. Ah. Ey, so eine Scheiße, das war nämlich richtig gut, dass wir die separiert haben, einen ausgeschaltet haben. Eigentlich wäre der jetzt wahrscheinlich nicht schwer. Ich habe gegen den auch schon mal gekämpft. Ja? Das ist so ein Wolf, der taucht erst ein paar Mal auf und... Also bei diesen großen Gegnern, ich weiß nie, wie ich die handeln soll, was ich da am besten mache. Wahrscheinlich für jeden Gegner eine eigene Strategie, aber... Also, naja, ich fange jetzt nicht an mit meinen lächerlichen Vergleichen zu Bossgegnern von Dark Souls 3 am Anfang, aber selbst da habe ich meine Probleme manchmal. So, wir sind jetzt hier unten und es ist tatsächlich... Wollen wir den nochmal machen? Oder ja, wir machen den nochmal. Du kannst auch die Krabben erstmal machen. Scheiß auf die Krabben. Krabbensalat. Nee. Weißt du was, die Krabben sind, glaube ich, schwieriger als der Boss. Das sah recht easy aus gerade. Habt ihr halt geschafft, was? Ich könnte mich jetzt irgendwie verbessern an irgendwelche Bar, habe ich keine Zeit für. Ich will jetzt hier den Boss töten. Achtung. Also laut Chat ist der Boss sehr, sehr einfach. Einer weniger? Okay. Die muss erstmal weg. Ach! Oh! Da haben wir jetzt beide nicht mit gerechnet. Willst du vielleicht die Krabben anfangen? Krabben sind vielleicht einfacher. Hier, ich frage mal den Chat. Oh, der Chat ist der Ansicht, das war nicht gut. Der Wolf ist leichter, als man denkt, sagen sie. Ich spiele ja nicht mit euch zusammen da, deswegen weiß ich nie, wie ich dann reagieren soll nach so einem Moment. So ist man dann ruhig, versucht man den zu übertönen durch was hast du heute gegessen oder so Gerede. Ich habe das Gefühl, man ist eher ruhig. So dumm, weil ich beim ersten Mal auch viel besser war. Und das ist korrekt, du wirst. Und beim zweiten schaffe ich gerade mal zwei Wölfe. So. Jetzt das schaffst du das wahrscheinlich nicht mal bis zum Wolf. Ich glaube auch nicht. Aber guck mal hier. Mach ich so. Aha. Dann mache ich vielleicht noch so. Da werden aber die großen Zauber ausgepackt. Ja, hier. Das bringt nicht allzu viel. Sieht aber gut aus. Ja, das finde ich auch. Kriege ich auf jeden Fall die ganzen Schnitten hier. Also, nochmal Wolf-Time. Ah, wer von euch möchte zuerst? Komm, siehst du, das bringt so gar nichts. Ja, leider nicht. Spring schon. Zack, nach dem Sprung tot. Oh, jetzt ist er weg. Sehr schön. Das ist ein Wolfsbuddy. Komm, spring schon. Und. Ne, dann hau ich dich. Ah, okay. Da ist ja noch einer. Das ist so spannend.
Okay, die beiden hätten wir. Jetzt ist der Typ alleine. Here we go. Was war das denn? Ist irgendwie Tricks? Guck mal, ich hole mir erstmal die Seelen. Uiuiui, 12.000 Seelen. So viel hatte ich, glaube ich, im ganzen Spiel noch nicht. So, okay. Ich bin ein bisschen vorsichtiger als letztes Mal. Oh, da wollte ich ihn drücken, aber es hat nicht geklappt. Oh, da ist er schneller. Jetzt muss ich um mich heilen. Schon wieder. Nein, du hast noch Energie. Sehr schön. Fucker! Du hast noch Energie. Lass mich in Ruhe! So, ist er hinter mir, oder was? Ja, ist genug Platz, um mal kurz zu heilen. Am besten nehme ich eigentlich gleich zwei. Ja. Aber der will gerade nicht so richtig. Oh! Oh, shit. Ja, er ist sehr schnell. Shit me. Nee. Oh. So, jetzt... Oh, richtig schön. Ja. Nein, keine Stamina mehr, nein. Oh, oh nein. Oh Gott. Ah, wie unfair. Ja, dann muss ich wohl. Ja, jetzt muss ich noch ran. Da kann man nichts machen. Da muss es irgendwie. Aber... Machbar. Kriegen wir hin. Der Typ mit 200 Stunden Erfahrung, der gerade eben zweimal auf die Fresse bekommen hat. Zu dem Typen, der Level 4 ist. Gut. Ja, unsere Zeit das ist leider rum, Simon. Dein, oh, dein Siegeszug. Ah, verdammt. Oh, ich hab's schon geschafft. Oh, das ist toll. Simon, super. Krass. Meinen ersten Boss gelegt. Yeah, yo. Jetzt geht's zur Werbung, Jungs. Aight.